15. Hier geht es um die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zu dem Vertrag vom 25. April 2023 mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland zur Änderung des Vertrages vom 27. Januar 2003 mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, zuletzt geändert durch den Vertrag vom 6. Juli 2018. Hier ist es vorgesehen, 39 Minuten zu debattieren. Ich gebe das Wort für die Bundesregierung der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarze-Lürsutter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon in der ersten Beratung dieses Gesetzentwurfs war eine einhellige und fraktionsübergreifende Zustimmung erkennbar. Und das Bekenntnis zu jüdischem Leben als Teil unserer Gesellschaft und Demokratie ist unumstößlich, unverrückbar und besonders in diesen Tagen besonders wichtig. Und seit der ersten Lesung ist die Welt eine andere. Seit dem 7. Oktober stehen Jüdinnen und Juden unter Schock, ganz besonders in Israel, aber auch hier in Deutschland. Der barbarische Terror der Hamas hat auch das Sicherheitsempfinden von Jüdinnen und Juden in Deutschland bis ins Mark getroffen. Terror wird auf deutschen Straßen offen gefeiert. Unter sogenannten Aktivisten und anderen Funktionären wird auch in diesem Moment geleugnet, relativiert, gerechtfertigt. Nicht nur Jüdinnen und Juden in Deutschland. Für alle aufrichtigen Menschen ist der Gedanke unerträglich, dass auf unseren Straßen das Verschleppen, Vergewaltigen und Morden gefeiert wird. Der erste Vertrag zwischen der Bundesrepublik und dem Zentralrat der Juden wurde am 27. Januar 2003 geschlossen, am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Unser Bewusstsein der besonderen geschichtlichen Verantwortung des deutschen Volkes für das jüdische Leben bleibt hier und heute handlungsweisend. Ziel war und bleibt es, die jüdische Gemeinschaft zu festigen, und wir fördern den Wiederaufbau jüdischen Lebens in Deutschland. Erhalt und Pflege des deutsch-jüdischen Kulturerbes, der weitere Aufbau der jüdischen Gemeinschaft wird von uns finanziell unterstützt. Basis ist der am 25. April von Bundesministerin Nancy Faeser und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Dr. Josef Schuster, unterzeichnete Vertrag, der nunmehr vierte Änderungsvertrag. Damit wird die Leistung schon ab diesem Haushaltsjahr auf 22 Millionen Euro erhöht und die Anpassung des Vertrags bedarf der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Wir fördern das gesamte vielfältige jüdische Leben in Deutschland, denn der Zentralrat ist für alle Richtungen des Judentums offen. Das wird das jüdische Leben in Deutschland sichtbarer machen. Wir stärken es. Das dient auch der Sicherheit jüdischer Gemeinden. Es ist beschämend, dies besonders gerade heute betonen zu müssen. Nach der Shoah erschien jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr denkbar, und wir sind dankbar, dass Jüdinnen und Juden trotzdem wieder jüdisches Leben aufgebaut haben. Dieses Vertrauen und der Wille, Deutschland wieder zur Heimat zu machen, verpflichtet uns. Denn die Verletzlichkeit jüdischen Lebens steht uns angesichts der Verbrechen vergangener und auch heutiger Tage deutlich vor Augen. Deshalb stärken wir jüdisches Leben in Deutschland, und ein Instrument sind die erhöhten Leistungen. Sicherheit und Sichtbarkeit sind die Garanten für Gegenwart und Zukunft. Als Staat und als Gesellschaft stehen wir gemeinsam in der Pflicht. Und daher bitte ich Sie heute, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Christoph de Vries für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Staatsvertrag wurde vor 20 Jahren zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland geschlossen. Er sicherte und sichert bis heute die Finanzierung des Zentralrats
und die Arbeit der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Und nach anfangs 3 Millionen stiegen die Staatsleistungen in unserer Regierungszeit auf 13 Millionen an und sollen nunmehr deutlich noch einmal erhöht werden auf 22 Millionen Euro. Lassen Sie mich es vorwegnehmen. Noch nie war es so wichtig, die Arbeit der jüdischen Gemeinden in Deutschland zu unterstützen und jüdisches Leben zu fordern wie heute, meine Damen und Herren. Und ich denke, mit dieser deutlichen Erhöhung der Staatsleistungen in Zeiten knapper Kassen unterlegen wir auch in finanzieller Hinsicht die breite Unterstützung von Bundesregierung und Bundestag für die wichtige Arbeit des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und dies ist in Zeiten wachsenden Antisemitismus und auch der Verbreitung von Verschwörungstheorien von sehr großem Wert, dass wir das hier in großer Gemeinsamkeit heute tun, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich es auch vorwegnehmen, als CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßen wir die geplante Mittelerhöhung ausdrücklich und unterstützen den Gesetzentwurf uneingeschränkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Staatssekretärin hat es auch angesprochen, die Wiederkehr jüdischen Lebens in Deutschland nach der Shoah ist ein großes Geschenk auch. Das will ich ausdrücklich sagen. Der Zuwachs der jüdischen Bevölkerung nach der Shoah von rund 15.000 Menschen in den 50er Jahren bis auf 250.000 heute ist auch Beweis für ein zurückgekehrtes Vertrauen und den Glauben daran, dass Juden in Deutschland wieder eine Heimat haben und dass sie hier sicher leben können. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Vertrauen nicht verloren geht, meine Damen und Herren. Und klar ist natürlich auch, der 7. Oktober ist eine Zäsur, und darüber müssen wir auch debattieren heute. Denn dieser anti-israelische, dieser explizit antisemitische Terrorismus hat uns alle schockiert und auch betroffen gemacht. Und diese Betroffenheit ist umso größer, als dass auch in Deutschland sich Menschen nicht enthalten konnten, diese Anschläge noch zu feiern und auf Kundgebungen dieses Vernichtungswerk zu unterstützen. Und die Betroffenheit ist auch groß, weil wichtige große Islamverbände wie der Zentralrat der Muslime und DITIB über Tage sich nicht aufrichtig von dem Verhalten der Hamas distanzieren und die Schuldigen klar beim Namen benennen wollten, meine Damen und Herren. Und das ist ja ganz klar. Wir müssen den rechtsextremistischen Antisemitismus mit aller Konsequenz bekämpfen. Aber wir wissen auch spätestens seit der Documenta, dass es einen linken Extremismus, Antisemitismus in Deutschland gibt, der lange unter dem Deckmantel von Israel-Kritik verharmlost wurde. Und es ist eben auch unübersehbar, dass es einen muslimischen Antisemitismus in Deutschland gibt, der dieser Tage in unseren Städten und Orten in Deutschland seine hässliche Fratze zeigt. Das kann niemand mehr leugnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieser tief verwurzelte Judenhass, den wir in Teilen der arabischen, der türkischen Community sehen, jetzt ganz offen, wurde lange eben nicht thematisiert. Und wir sagen an dieser Stelle, das muss sich ändern, und zwar grundsätzlich und dauerhaft auch über die Ereignisse dieses Tages hinaus. Denn nichts wird besser, wenn man Probleme tabuisiert. Die jüngsten Erlebnisse und Ereignisse in Deutschland sollten auch ein Weckruf sein, nicht länger wegzusehen, meine Damen und Herren. Und wir sehen es als Aufgabe unserer Politik, in dieser Situation zu handeln. Wir haben das ja auch schon letzte Woche gemeinsam hier getan. Aber wir müssen auch konkrete Maßnahmen gegen Antisemitismus ergreifen. Wir als Union sind da jedenfalls entschlossen dazu. Wir strecken die Hand aus, auch an die Regierungsfraktion, gemeinsames Signal gegen Antisemitismus zu setzen und für jüdisches Leben in Deutschland. Vielen Dank. Das Wort hat Marlene Schöneberger für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen! Es fällt schwer, diese Tage über jüdisches Leben nachzudenken, ohne dabei über die massive Bedrohungslage zu sprechen, in der sich Jüdinnen und Juden gerade befinden. Wir müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um jüdische Einrichtungen zu schützen, und der Staatsvertrag trägt dazu bei. Aber es kann nicht die Antwort im Kampf gegen Antisemitismus sein, dass sich Jüdinnen und Juden in Hochsicherheitstrakte einsperren. Antisemitismus zu bekämpfen bedeutet, bestehendes Recht konsequent anzuwenden, aber vor allem mehr Prävention in der Juristinnen- und Lehrkräfteausbildung, genauso wie bei der Polizei, gesamtgesellschaftlich.
Dabei muss uns die Realität von Jüdinnen und Juden bewusst sein. Sie betreiben interreligiösen und interkulturellen Dialog, sobald sie die eigenen vier Wände verlassen. Ständig müssen sie sich selbst erklären, über Antisemitismus, über Israel, über die Shoah Fragen beantworten. Wer jüdische Stimmen aber auf diese Themen reduziert, der raubt jüdischen Leben die Sichtbarkeit. Die jüdische Akademie ist ein Raum, der solche Reduktionen in Frage stellt. Sie ist ein Raum, in dem auf Augenhöhe gesprochen werden kann. Ein Raum, in dem Jüdinnen und Juden selbstbewusst Gesellschaft mitgestalten und in dem nicht-jüdische Menschen jüdisches Leben außerhalb der Stereotypenbrille kennenlernen. Durch den Staatsvertrag wird dieser Ort Wirklichkeit. Jüdische Institutionen, die sich entscheiden, Selbstpräventionsarbeit durch Dialog zu leisten, müssen wir unbedingt dabei uns unterstützen. Sie zu empowern bedeutet nicht nur, dass sie die Kraft haben, Jüdinnen und Juden zu empowern. Diese Orte verbinden auch Expertise mit den Erfahrungen der Betroffenen. Sie zu stärken bedeutet, jüdische Pluralität in Deutschland zu stärken. Liebe Kolleginnen, durch die Mittel des Staatsvertrages können wir dafür sorgen, das ungleiche Machtverhältnis, das Jüdinnen und Juden in dieser Gesellschaft erleben, auszugleichen. Aber uns muss auch klar sein, dass es eine Schande wäre, die Verantwortung beim Kampf gegen Antisemitismus allein bei den Betroffenen abzuladen. Auch rein zahlenmäßig. Rund 200.000 Jüdinnen und Juden können nicht die Vorurteile bei 84 Millionen Menschen aufbrechen. Das heißt, der Staatsvertrag wird Anteil haben, die Unterstützung jüdischen Lebens voranzutreiben. Aber für den Kampf gegen Antisemitismus bedarf es mehr. Als Ampel sind wir da gerade dabei, die richtigen und wichtigen Wegmarken zu setzen. Wir werden diese Verantwortung wahrnehmen und tun, was notwendig ist, um eine jüdische Zukunft in Deutschland zu sichern. Vielen Dank. Das Wort hat Beatrice von Storch für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland im Ausnahmezustand, jüdisches Leben in Gefahr. Toraschule und Synagoge in Berlin-Mitte mit Brandbomben beworfen, jüdische Restaurants und Supermärkte geschlossen, jüdische Schulen leer, weil die Schüler Angst haben. Häuser in Berlin mit dem Judenstern markiert. Neukölln brennt. Wer hätte geglaubt, dass es sowas in Deutschland noch einmal gibt? Und ich sage Ihnen, wer? Wir. Und wir haben das nicht nur geglaubt, sondern wir haben es gewusst und wir haben davor gewarnt. Ich frage Sie etwas. Und bitte Sie, öffnen Sie Ihre Augen. Wer demonstriert hier für die Hamas? Wer ist in Neukölln auf den Straßen? Wer markiert die Wohnungen von Juden mit Judenstern? Wer bedroht jüdische Schüler auf den Schulhöfen? Vor wem schützen wir die Synagogen? Also, vor wem geht die Gefahr? Von wem geht die Gefahr für Juden aus? Man kann das sehen mit den Augen, aber sie wollen es nicht sehen. Der Elefant im Raum, der ist muslimisch und nicht rechts. Wir stimmen heute dem Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden zu, weil jüdisches Leben zu Deutschland gehört seit 1700 Jahren und wir wollen, dass das auch in Zukunft so ist. Wer das ehrlich meint, der muss sich aber ehrlich machen und die Fragen beantworten, die ich gerade gestellt habe. Seit der ersten Lesung dieses Gesetzes hat sich die Lage dramatisch verschärft. Darum appelliere ich an dieser Stelle noch einmal an den Zentralratspräsidenten Schuster. Was hat Ihre einseitige Unterstützung aller Mainstream-Parteien und die Ausgrenzung der AfD gebracht? Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden, den massenhaften Import von Judenhass aus dem Mittleren Osten, aus dem Nahen Osten, ganz Deutschland droht für Juden zur No-Go-Area zu werden. 2019 haben Sie, Herr Schuster, mit dem Zentralrat den jüdisch-muslimischen Dialog gegen antisemitische Radikalisierung gestartet, zur Verhinderung der antisemitischen Radikalisierung. Das hat, ich glaube, das kann man sagen, nicht funktioniert, und Sie wissen das. Die Radikalisierung der Muslime wird immer brutaler und gewalttätiger und bedroht das jüdische Leben in seiner Substanz. Daran werden auch die nächsten 1000 Dialogveranstaltungen nichts ändern, und Sie wissen das.
Irgendwann muss doch dieser Selbstbetrug ein Ende haben, und es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Unter einer AfD-Regierung werden Juden in Deutschland in größerer Sicherheit leben als unter dem Islamverstehern der Ampel. Fragen Sie die Juden in Ungarn, ob sie sich Sorgen machen um die Sicherheit ihrer Kinder in der Schule oder ob sie Angst haben, mit der Kippa auf die Straße zu gehen. Unleugbarer Fakt. In Orbáns Ungarn leben die Juden in Sicherheit. In bunten Ampel-Deutschland leben Juden in Angst. Das sagen die Juden selbst in Umfragen der EU. Und sie wissen hier, warum. Weil es in Ungarn keine muslimische Parallel- oder Gegengesellschaft gibt. Wer glaubt, es geht nur um den Nahostkonflikt, der ist im Irrtum. Der Hamas geht es nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung oder Frieden mit Israel. Es geht um den globalen Dschihad. Es geht darum, alle Ungläubigen zu unterwerfen oder zu vernichten. Da ist nichts zu verhandeln. Heute trifft es unsere jüdischen Brüder und morgen uns alle. Heute müssen Synagogen geschützt werden und morgen die Kirchen. Bald werden wir nicht mehr genug Polizei haben, die uns vor diesem islamischen Mob beschützt. Juden und Christen sitzen in einem Boot, und wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Boot nicht untergeht. Vielen Dank. Die Kollegin Sandra Bubendorfer-Licht hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen hier heute nun in der finalen Beratung über die deutliche Erhöhung der Mittel für den Zentralrat der Juden. Wer hätte zum Zeitpunkt der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs gedacht, wie schnell uns die antisemitische Realität und der brutale Hass auf Juden und Jüdinnen sowohl in Israel als auch hier in unserem Land einholen würden? Die Bilder der vergangenen Tage, der unvorstellbaren Grausamkeiten der Hamas, die fanatischen Aufmärsche von Terrorunterstützern in europäischen Städten und Davidsterne hier in Berlin an den Haustüren machen mich fassungslos. Es ist unsere aller Verantwortung, solchen Taten sowie dem öffentlichen Bekunden von Mord und Barbarei gegenüber Jüdinnen und Juden sowie dem Staat Israel mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten und diesen mit der vollen Härte des Rechtsstaates zu begegnen. Jüdinnen und Juden sollen im Jahre 2023 stolz sein auf ihre Tradition und auf das Bestehen ihrer Religion in über 1700 Jahren in Deutschland. Und es macht mich krank, wenn aktuell die Sicherheit unserer jüdischen Mitmenschen in unserem Land derart gefährdet ist. Und dass im Nachgang zum terroristischen Überfall der Hamas auf Israel hier in Deutschland israelische Kindergärten, Schulen und Begegnungsstätten geschlossen bleiben, weil man Angst vor Übergriffen hat, zeigt, dass wir in unserem Land sehr schnell so einiges zu überdenken haben. Viel zu lange waren wir zu tolerant gegenüber Intoleranz. Über viele Jahre hat man hier einfach die Augen verschlossen. Und ich glaube, diese Fehleinschätzung ist uns allen in den letzten Tagen sehr deutlich vor Augen geführt worden, als es besonders die Mille Görres oder die DITIB oder auch der Zentralrat der Muslime klar verpasst haben, sich von Terror und Hass zu distanzieren. Damit verlieren sie auch leider die Legitimation, hier in Deutschland als Partner im Diskurs zu dienen. Und die Feinde Israels sind auch unsere Gegner. Ich bin sehr froh, dass wir hierbei als FDP einen eindeutigen Präsidiumsbeschluss am Montag gefasst haben, der unmissverständlich klar macht, dass in diesem Land Schluss sein muss mit Rabatt auf Antisemitismus und Hass. Und dass Gelder, Mitspracherecht und Einflüsse bei Themen wie Religionsunterricht von gewissen Verbänden und Strömungen dringend intensiv geprüft werden müssen. Auch von Moscheen, Choralschulen und Vereinen in Deutschland muss wie Pflicht eingefordert werden, das Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson anzuerkennen. Und von daher war die Mittelerhöhung an den Zentralrat
ein extrem wichtiges Zeichen für ein florierendes und dringend weiter zu stärkendes jüdisches Leben in Deutschland und wofür in meinen Augen ganz besonders ein Projekt steht, das Projekt rund um die Jüdische Akademie in Frankfurt am Main. Und allein die Tatsache, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass im Land der Shoah in Deutschland überhaupt wieder Rabbiner ausgebildet werden, das erfüllt uns alle, das erfüllt mich mit großer Glückseligkeit und Freude. Und darauf muss aufgebaut werden. Eine Erhöhung der Mittel für den Zentralrat der Juden muss aber auch eine entsprechend auskömmliche Abbildung des liberalen Judentums im innerjüdischen Spektrum sicherstellen. Denn auch hier bringt Vielfalt eine Mehrheit. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Petra Pau von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Am 25. April 2023 wurde ein neuer Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland unterzeichnet. Damit dieser in Kraft treten kann, muss er zum Gesetz werden. Die Linke wird dem selbstverständlich heute zustimmen, so wie wir das seit 2003 in all den Etappen immer gemacht haben. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die den Inhalt des Staatsvertrages hier vorgestellt haben, weil dazu reicht meine Redezeit nicht. Richtig ist, seit dem 7. Oktober ist die Welt eine andere. Wir haben gestern sehr ausführlich und sehr offen über die innenpolitischen Folgen und Entwicklungen nach den Pogromen in Israel hier in der Bundesrepublik debattiert und zu Recht Straftaten, Anschläge, Vorfälle verurteilt. Und ich bleibe auch dabei, Antisemitismus lässt sich weder ausweisen noch abschieben. Die Prävention und der Kampf gegen jedweden Antisemitismus ist im Übrigen nicht die Aufgabe der Jüdinnen und Juden, sondern die gesamte bundesdeutsche Gesellschaft ist hier gefragt. Und vorrangig auch wir als politische Verantwortungsträger sind hier verpflichtet. Das ist übrigens alles nicht neu. Gestern Abend nach dem Abendgottesdienst in der Synagoge Oranienburger Straße habe ich mir noch einmal die Aufzeichnung der Bundestagsdebatte vor dem ersten hier einmütig gefassten Beschluss zum Thema Einsetzung eines Expertenkreises Antisemitismus und jüdisches Leben vom 4. November 2008 angesehen. Damals haben sich Gerd Weißkirchen, Gitta Connemann, Markus Löning, Volker Beck und auch ich und später noch viele andere Kolleginnen und Kollegen auf den Weg gemacht. Genau diese Auseinandersetzung mit Antisemitismus und die verlässliche Förderung von jüdischem Leben in seiner Vielfalt zu etwas Selbstverständlichem zu machen. Auch hier kann ich nicht aufzählen, was seitdem alles geschehen ist. Deshalb schließe ich mit einer Bitte oder auch einem Vorschlag. Streichen wir endlich die Floskel, Antisemitismus hat keinen Platz in unserem Land oder auf unseren Straßen, aus unserem Wortschatz. Reden wir darüber und arbeiten daran, wie das tatsächlich Realität in unserer Gesellschaft werden kann. Und dazu geben uns übrigens die Schlussfolgerungen und Empfehlungen beider Expertenkreise, aber auch die nationale Strategie nicht nur Anregungen, sondern wir sollten es endlich ernst nehmen. Simona Koss hat das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit der heutigen Lesung, das haben wir jetzt schon oft gehört, wollen wir den neuen Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland erneuern und wieder in Kraft setzen. Als wir ihn vor 4 Wochen das erste Mal beraten haben, lebten wir noch in einer anderen Welt. Heute befinden wir uns in einer Situation größter Sorge und Angst um und unter Jüdinnen und Juden in Deutschland. Gewaltvolle antisemitische Demonstrationen, ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin und Schmierereien, die Wohnungen von Jüdinnen und Juden markieren wie zu finsteren Zeiten, schaffen ein Klima der Angst. Jüdische Eltern geben ihre Kinder nur noch mit großer Sorge in Kitas und Schulen. Sie haben Angst, dass ihren kleinen Kindern in der Öffentlichkeit ein hebräisches Wort herausrutschen könnte. Das muss man sich mal vorstellen. In Israel, dem einstigen sicheren Rückzugsort für viele Menschen jüdischen Glaubens weltweit, gibt es andauernde Raketenangriffe, barbarische Morde und Geiselnahmen. Die terroristischen Angriffe der Hamas sind eine weltweite Katastrophe. Wir stehen fest und solidarisch an der Seite der Jüdinnen und Juden. Das hat der Bundestag in der letzten Woche einmütig bekundet, und das tun wir auch heute wieder. Wir tun das aus Staatsräson, aus historischer Verpflichtung heraus, aber mindestens genauso aus Mitmenschlichkeit und Mitgefühl, meine Damen und Herren. Wir sind dafür verantwortlich, Jüdinnen und Juden Sicherheit zu geben, das jüdische Leben im Land des Holocaust zu schützen, und zwar noch viel besser, als wir das bislang getan haben. Und wir wollen, dass die Vielfalt und der Reichtum jüdischen Lebens in Deutschland ganz selbstverständlich sichtbar wird. Es ist ganz wunderbar, dass sich die bunte Vielfalt des jüdischen Lebens unter dem Dach des Zentralrats so gut entwickelt. Mit den Mitteln, die wir bewilligen, wird beispielsweise die Jüdische Akademie unterhalten. Hier gibt es Wissensvermittlung und Fortbildung für ein breites Klientel. Der Zentralrat finanziert ebenso die Ausbildung von Lehrkräften für den Religionsunterricht, auch an staatlichen Schulen. Und es werden auch Sicherheitskräfte geschult. Es tut mir persönlich weh, dass die Mittel des Zentralrats dafür eingesetzt werden müssen und nicht, wie ich es mir wünschen würde, ausschließlich für zum Beispiel Projekte zum Greifbarmachen jüdischen Lebens. Für meine Fraktion ist klar, den gewachsenen Aufgaben werden wir mit dieser Erhöhung der Mittel für den Zentralrat begegnen. Wir stimmen dem Antrag zu. Und natürlich auch der Erhöhung der Mittel. Mir sei an dieser Stelle aber noch ein Wort in diese Runde gestattet. Jüdinnen und Juden erwarten zu Recht von uns in Deutschland, dass ihre Situation beachtet wird und wir sie nicht im Stich lassen. Schauen Sie nicht weg. Agieren Sie gemeinsam und helfen Sie unseren jüdischen Freunden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hätten eigentlich noch Redezeit gehabt. Ich wollte Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch zulassen wollen. Und das wollten Sie aber nicht. Dann können jetzt alle noch mal klatschen, nicht, dass das untergeht. Genau, die das wollten, die ich unterbrochen habe. Josef Oster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht in dieser Debatte um so viel mehr als nur um einen lange vereinbarten Vertrag mit dem Zentralrat der Juden. Es geht um unser Bekenntnis zu jüdischem Leben und zu jüdischer Kultur in Deutschland, einer Kultur, die seit 1700 Jahren zu unserem Land gehört, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist eben wichtiger denn je in diesen Tagen des Hamas-Terrors, das immer wieder zu betonen, in diesen Tagen, die uns alle so sehr bedrücken und beunruhigen. In Deutschland, das kann man nicht oft genug sagen, ist kein Platz für Antisemitismus und für ideologische Hetze gegen Israel.
Und ich sage das hier in aller Deutlichkeit, es darf dabei keinen Unterschied geben, ob diese Hetze einheimischer oder zugewanderter Natur ist. Jede Form dieser Hetze muss mit der vollen Härte unseres Rechtsstaates begegnet werden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist schade, dass die Ereignisse dieser Tage, diese Debatte so in eine kritische und problematische Umgebung rücken. Ich will die Gelegenheit nutzen, auch ein bisschen positive Beispiele zu nennen, die sich in den vergangenen Jahren in unserem Land entwickelt haben und gerade auch ganz besonders in meiner Heimatregion, in meiner Heimatstadt in Koblenz. In Koblenz verfügt die jüdische Gemeinde, mit der ich wie viele andere Kolleginnen und Kollegen natürlich auch bei Ihnen zu Hause in engem Austausch stehen, seit 1938 nicht mehr über eine traditionelle Synagoge. Sie muss sich seit vielen Jahrzehnten behelfen. Das wird sich bald ändern. Der Bau einer komplett neuen Synagoge steht unmittelbar bevor und wird im nächsten Jahr beginnen, genau im Zentrum der Stadt Koblenz, genau da, wo sie hingehört. Wie ich finde, ein gutes Beispiel, wie sich jüdisches Leben an vielen Stellen in unserem Land wieder entwickelt. Es gibt einen weiteren positiven Aspekt, der mit Koblenz in Verbindung steht. Nach einer Unterbrechung von 100 Jahren gibt es erst seit 2021 wieder eine jüdische Militärseelsorge bei der Bundeswehr. Zoltballer ist seit 2021 erster Militärbundesrabbiner. Und im selben Jahr hat es in Koblenz erstmals in Deutschland einen interreligiösen Gelöbnisgottesdienst gegeben, gemeinsam abgehalten vom jüdischen Rabbiner mit Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche. Ich könnte die Schumstädte Mainz, Worms und Speyer nennen, die beispielgebend sind für jüdische Kultur in unserem Land. Ich bin froh und dankbar, dass es an sehr vielen Stellen solche Beispiele gibt. Ich glaube, diese Beispiele zeigen, dass wir an vielen Stellen schon weit gekommen sind. Uns ist aber auch bewusst und mir ist bewusst, dass noch viele Herausforderungen zu bewältigen sind, uns vor uns liegen werden. Und deshalb kann ich für meine Person, für meine Fraktion hier sagen, wir halten unsere Anstrengungen aufrecht und intensivieren sie weiter, um jüdisches Leben in Deutschland zu fördern. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie. Und wir fahren in der Debatte fort mit Lamia Kador für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Ich wollte es ja eigentlich nicht machen, aber ich gehe jetzt auf Sie mal ein, Frau von Storch. Es ist erbärmlich und niederträchtig, wie Sie hier sehenden Auges eine Gruppe gegen die andere ausspielen. Sie betreiben das Spiel von Extremisten und eigentlich offenbaren Sie damit, ehrlich gesagt, genau das, nämlich Ihren eigenen Extremismus. Wir dürfen Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht darauf reduzieren, Opfer zu sein, meine Damen und Herren. Ähnlich wie auch das Amt des Antisemitismusbeauftragten zugleich auch für die Förderung jüdischen Lebens zuständig ist, müssen wir stets auch lebendiges jüdisches Leben um seiner selbst willen fördern. Und es gibt einige Orte in Deutschland, in denen jüdisches Leben, aber auch ein gutes Miteinander sichtbar ist. Meine Kinder beispielsweise haben den jüdischen Kindergarten besucht. Und das war nicht nur für uns alle eine Bereicherung. Jüdische Einrichtungen müssen selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft sein. Immer wieder hört man, jüdisches Leben sei ein Geschenk. Das Problem dieser Rhetorik ist, dass Geschenke in der Regel dem Beschenken nichts kosten. Doch die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland darf, ja muss uns etwas wert sein, etwas kosten, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass es bereits seit 2003 einen Vertrag zwischen der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden in Deutschland gibt, in dem sich die Bundesregierung verpflichtet, das deutsch-jüdische Kulturerbe zu erhalten, zu pflegen und zu fördern. Dass die jährlichen Staatsleistungen in diesen Zeiten von bisher 13 Millionen Euro auf 22 Millionen Euro angehoben werden, ist ein überaus gutes und wichtiges Zeichen. Der Zentralrat der Juden vereint unter seinem Dach eine Pluralität jüdischen Lebens. Besonders erfreulich ist, dass das liberale Judentum wieder Fuß fassen konnte
und an Traditionen jüdischen Lebens vor der Shoah anknüpft. Dank der Aufstockung der jährlichen Leistung kann insbesondere der Betrieb der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main abgesichert werden. Sie wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, sowohl innerjüdische Diskurse zu fördern, als auch jüdische Sichtweisen in gesellschaftliche Diskurse einzuspeisen. Es braucht also mehr als gut gemeinte Worte. Kollegin Pau hat es ja auch gerade gesagt, welche Floskeln wir hier besser ablegen sollten. Es braucht also mehr als gut gemeinte Worte für die Wertschätzung jüdischen Lebens. Ein solches Mehr liefert die Änderung des Staatsvertrages. Ein Geschenk eben, das uns etwas kostet. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung gewährt dem Zentralrat der Jugend seit 2003 eine jährliche Staatsleistung. Diese wurde zuletzt 2018 vom damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer auf 13 Millionen Euro im Jahr erhöht. Und heute erhöhen wir um weitere 9 Millionen Euro auf 22 Millionen. Das ist ein starkes Signal für unsere jüdischen Brüder und Schwestern in diesem Land. Und wir gehen das als Union ohne Wenn und Aber selbstverständlich gerne mit. Vor einem Monat, als wir die erste Lesung zu diesem Gesetz hier hatten, haben wir uns nicht vorstellen können, dass wir einen Monat später zusammenkommen und diese ganze Angelegenheit eine so traurige Brisanz erfährt. Und deswegen ist dieses Signal wichtig, dass wir heute fraktionsübergreifend aussenden. Jüdisches Leben ist uns in diesem Land willkommen. Jüdisches Leben ist ein Teil dieses Landes. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube schon auch, dass wir heute mal selbstkritisch die letzten Tage Revue passieren lassen müssen. Und Geld ist das eine. Die Wahrheit ist aber, wir müssen in diesen Tagen alles tun, um uns vor Jüdinnen und Juden in diesem Land zu stellen. Wir müssen Antisemiten entschieden und wirksam bekämpfen. Und da komme ich nicht umhin, mich mal mit dem angekündigten Samidunenverbot des Bundeskanzlers auseinanderzusetzen. Er hat das in der letzten Woche angekündigt. Seitdem ist merklich nichts passiert. Samidun war gestern in erheblichem Maße aktiv hier in Berlin. Im Innenausschuss haben wir nachgefragt. Und dann kommt die Antwort, Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir dazu nichts sagen können. Das Problem, meine Damen, meine Herren, ist aber, dass doch in dem Moment, wo der Bundeskanzler das angekündigt hat, alle Sicherheitsexperten im Land, im Übrigen auch die in ihren Reihen, die Augenbrauen nach oben gezogen haben und sich alle im Stillen gedacht haben, was macht er da eigentlich? Weil das Problem ist, wenn Sie ankündigen, eine Organisation zu verbieten, und das Verbot folgt nicht auf dem Fuß sofort, dann verschaffen Sie dieser Organisation Zeit. Und wir verschaffen im Moment Samidun Zeit, Geld beiseite zu schaffen, Geldflüsse zu verwischen, Personen zu verdunkeln, Kennverhältnisse zu verschleiern, Strukturen zu verwischen, ja, und wir verschaffen ihnen leider auch Zeit, neue Strukturen unter Umständen in einem neuen Mantel aufzubauen. Ich will das hier selbstkritisch sagen und ganz offen, das ist ein Dilettantismus, wie er bei diesem Thema nicht stattfinden darf. Es tut mir leid, dass ich ein Stück weit die Wohlfühlatmosphäre verdorben habe. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir müssen in diesem sensiblen Bereich sehr viel professioneller werden, als es der Bundeskanzler aktuell ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der letzte Redner in dieser Debatte ist Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass Jüdinnen und Juden nicht wagen, ihre Läden offen zu halten, dass Maccabi gegenwärtig nicht trainieren kann, dass es einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge gegeben hat, dass
Menschen nicht wagen, ihre Kippa zu tragen, das ist zutiefst beschämend und ist eine Schande für unser Land in diesem Moment. Ich habe vor wenigen Minuten einen Post gesehen mit einer gewaltigen Reichweite. Und darin wird verwiesen auf eine Attacke auf eine Moschee. Eine Jalousie in Bochum wurde in Brand gesetzt und die Tür wurde beschmiert mit Hakenkreuz und Davidstern. Und darunter steht jetzt der Satz in dem Post: Wird es dazu eine Verurteilung und Solidarität der Bundespolitik geben? Ich glaube, jeder hier im Saal weiß, was für ein Subtext da gemeint ist. Und darauf antworte ich hier ganz bewusst an dieser Stelle. Ja, da gibt es, weil für uns in der Bundespolitik eben Empathie, Mitgefühl, Antidiskriminierung und Rechtsstaat nicht miteinander verrechnet werden. Aber wahrlich, und das sage ich auch denjenigen, die das posten, Jüdinnen und Juden in diesem Lande sind wahrlich nicht dafür verantwortlich, dass viele tatsächlich jeden Tag verschiedene Formen von Rassismus erfahren oder auch glühenden antimuslimischen Hass wie von Frau Storch. Nein, im Gegenteil. Der Zentralrat der Juden in Deutschland und zum Beispiel auch die jüdische Studierendenorganisation stehen gerade für ein Verständnis, dass sie sich für das gesamte Land verantwortlich fühlen und gegen Antisemitismus kämpfen, aber auch gegen Rassismus. Sie gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, Flüchtlingsfeindlichkeit, antimuslimischen Hass. Sie sind ein Beispiel für eine Souveränität, an dem sich viele ein Beispiel nehmen sollten. Und deshalb in dieser Souveränität verbieten Sie sich übrigens auch auf eine höchst beeindruckende Weise, auch nur irgendwie von Ihnen, Frau von Storch, und von der AfD in Dienst genommen und instrumentalisiert zu werden und machen das auch ausdrücklich. Die Partei der Geschichtsrelativierer, die Partei, deren Fraktionsvorsitzende Weidel die Befreiung Deutschlands als Niederlage des eigenen Landes bezeichnet, die sollte an dieser Stelle ganz, ganz still sein und demütig schweigen. Das wäre die angebrachte Geste. Wir können von einer Gnade reden. Denn der Zentralrat der Juden in Deutschland war nach der Shoah, als ganz buchstäblich meine Vorfahren im deutschen Namen, im deutschen Auftrag und im deutschen Vollzug mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden umgebracht haben. Dieser Zentralrat war ein Provisorium. Und eigentlich waren die Gemeinden als Liquidationsgemeinden, so hieß es, vorgesehen, weil man keine Zukunft hier sah. Und jetzt haben wir diese Gnade erlebt, dass es hier jüdisches Leben in seiner Pluralität wieder gibt. Und da gibt es keine andere Antwort als die, dass wir unbedingt unverbrüchlich an der Seite von Jüdinnen und Juden stehen und uns dieser Gnade würdig erweisen und es nicht hinnehmen. Egal von welcher Seite, egal wo, egal in welcher Relativiererei und Instrumentalisierung nicht diese Solidarität ausgedrückt wird. Und alle Formen, das sage ich zum Schluss, weil es mich so aufregt, alle Formen dieser Verrechnung gegeneinander sind widerlich, sind unerträglich und die sind uns als Deutschland wahrlich nicht würdig. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zu dem Vertrag vom 25. April 2023 mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Änderung des Vertrags vom 27. Januar 2003 mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts, zuletzt geändert durch den Vertrag vom 6. Juli 2018. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/8842 den Gesetz der Bundesregierung auf Drucksache 19/7308 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen, Enthaltungen sehe ich beides nicht. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritter Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Gegenstimmen, Enthaltungen. Das ist das gleiche Stimmergebnis wie zuvor. Und damit ist der Gesetzentwurf endgültig angenommen. Ich komme zurück. Und verlese das Protokoll über die Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages im ersten Wahlgang.
Abgegebene Stimmzettel 680. Es gab keine ungültigen Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 89 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 579 Abgeordnete. Enthaltungen 12. Der Abgeordnete Martin Erwin Renner hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist zum Stellvertreter der Präsidentin nicht gewählt. Herr Brandner, Demokratie besteht darin, dass Menschen frei abstimmen können. Und wenn Sie Ihren Abgeordneten nicht wählen, ist das eine Wahl, die Sie auch hinzunehmen haben. Ich komme zum Protokoll über die Wahl eines Mitglieds des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes. Abgegebene Stimmzettel wiederum 680. Diesmal gab es aber einen ungültigen Stimmzettel. Mit Ja haben gestimmt 91 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 577 Abgeordnete, Enthaltungen 11. Der Abgeordnete Albrecht Glaser hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist damit als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums nicht gewählt. Wir gehen weiter. Also ich möchte Sie wirklich bitten, Wahlen in diesem Hause nicht als Schande zu bezeichnen, nur weil Ihnen das Ergebnis nicht gefällt. Das können wir wirklich so nicht machen. Es gehört zur Demokratie schon dazu, auch das Ergebnis hinzunehmen. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 16, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel